Hallo, hier ist wieder eure Lieblingsarchitekturvideoreihe der Hingucker und wir melden uns aus West-Berlin. Das ist jetzt schon mein zweites Video aus dem alten Westen, aber ich bin hier auch einfach sehr gerne. Das Gebäude, um das es geht, sehen wir da oben über den Stadtbahnbögen und gleich sehen wir es nochmal aus der Nähe. Diese Folge hat den Titel Ambition und Kleinlichkeit und es soll so ein bisschen darum gehen, anhand von ein paar Gebäuden, die alle in ziemlicher Nähe zum Kurfürstendamm stehen, wie Berlin sich unmittelbar nach der Wende, also vor allem in den 90er Jahren, entwickelt hat. Das erste Gebäude, das wir uns anschauen, ist das Kantdreieck. Das ist das, wo wir jetzt gleich lang gehen. Dieses Hochhaus gehört dazu. Das ist auch der wichtigste und bekannteste Gebäudeteil. Und da sitzt oben dieses merkwürdige Ding drauf. Da kann man sich jetzt fragen, was soll das eigentlich und was hat das mit dem Namen zu tun? Also man könnte denken, es heißt Kantdreieck, weil oben dieses große Dreieck drauf ist. Es heißt aber nicht deswegen Dreieck, sondern weil es auf einem Dreiecksgrundstück liegt. Wie wir aus New York und auch sonst wo wissen, sind dreieckige Grundstücke städtebaulich eine Herausforderung, bringen aber oft sehr interessante Gebäude hervor. Dieses Dreieck, um das wir da gerade rumgehen, liegt zwischen der Fasanenstraße, Kantstraße und der Stadtbahn. Und die Sockelbebauung da, die ist irgendwie ziemlich normales 90er-Jahre-Zeug, aber eben dieser Turm mit dem Fähnchen, was soll das? Erbaut wurde das Ganze 1994 nach Plänen von Josef Kleihus, wie wir hier sehen. Kleihus war jemand, der bereits vor 1990 in West-Berlin sehr einflussreich war in Architektur und Städtebau und der eigentlich durch seine Publikationen noch mehr gewirkt hat als durch seine Bautätigkeit, der aber auch viel gebaut hat. Übrigens ist hier unten ein Club drin, der wohl einen sehr bekannten Vorgänger hat. Ich weiß nicht, da ist so eine Wasserkaskade, das ist alles so ein bisschen dekadent. Also wir sehen da diesen grauen, mit Naturstein verkleideten Unterteilen. Da sitzt da oben dieser Würfel drauf, der so absolut typisch für späte 80er, frühe 90er aussieht. Der hat sowas bisschen Technisches, bisschen Verspieltes. Also durch diese Verstrebungen und die Bullaugenfenster. Dieses Gebäude hätte ursprünglich höher sein sollen. Es ist jetzt 54 Meter hoch und geplant war, glaube ich, mal 72. Das hat wie so vieles Gründe im politischen Prozess. In Berlin werden sehr viele ambitionierte Bauprojekte während umfangreicher Planungs- und Genehmigungsprozesse sozusagen ein bisschen zerrieben. Und das ist hier auch so ein Fall. Das Gebäude musste niedriger gebaut werden und man behielt sich vor, das später irgendwann wieder aufzustocken. Aber damit es nicht so niedrig und gedrungen aussieht, hat man oben auf diesen Quader dieses Dreieck aufgesetzt. Das ist einfach nur eine Windfahne. Man hat sich also am Titel des Projekts vielleicht inspiriert und eben ein großes Dreieck obendrauf gesetzt. Nun ist dieses Dreieck eine Werbefläche und da war schon unterschiedliche Werbung drauf für verschiedene Firmen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt überhaupt ist, diese Firma Beckhoff. Dieser Aufsatz, der gibt dem Ganzen ja auch sowas von einer Spielfigur oder sowas. Also dieses aus der Not eine Tugend machen mit diesem Aufsatz hat dem Ganzen nochmal einen ganz eigenen Charakter gegeben. Und interessanterweise war jetzt vor ein paar Jahren im Gespräch, diese Aufhöhung doch noch zu machen, das Gebäude auf die ursprünglich geplante Höhe zu bringen und das Segel aber drauf zu lassen. Hier übrigens nochmal in der Nahaufnahme diese ein bisschen maritim aussehende Konstruktion mit Nieten und Verspannungen. Naja, weiter im Text. Man hat also dieses Gebäude ursprünglich nicht so hoch gebaut, wie man es wollte. Jetzt war vor ein paar Jahren im Gespräch, das doch noch zu machen und es aufzustocken auf die ursprünglich geplante Höhe und sogar dieses Dreieckssegel, das ja eigentlich als Behelf nur obendrauf ist, damit es optisch nicht so niedrig aussieht, trotzdem draufzulassen. Das wird jetzt aber nicht passieren, weil der Betreiber auf die Werbeeinnahmen
des Segels angewiesen ist oder darauf nicht verzichten will, man bei einer neuen Baugenehmigung für die Aufstockung aber diese Werbefläche nicht mehr genehmigen würde, weil das eigentlich mittlerweile nicht erlaubt ist. Jetzt noch ein bisschen Architektur-Nerdwissen. Dieses weiße Ding, was so ein bisschen die reduzierte Form einer Säule ist und also so ein bisschen geometrischer Klassizismus quasi, typisch für die 90er Jahre, das nennt man nicht Säule, sondern Rundpfeiler. Denn Säulen sind nie genau zylindrisch, sondern Säulen haben immer eine sogenannte Bauchung und Säulen haben eigentlich auch immer eine Basis und ein Kapitell, also keine Säule, sondern ein Rundpfeiler. So, und jetzt gehen wir mal um die Ecke zum nächsten Gebäude. Das stammt ungefähr aus derselben Zeit und ist eines der bemerkenswertesten Gebäude im Westen Berlins, aber man sieht nicht so viel davon. Wir erkennen das da hinten. Dieses Bürogebäude mit diesem geschwungenen Dach, das ist das Ludwig-Erhard-Haus. Da ist die Industrie- und Handelskammer drin und die Berliner Börse, sofern es sie noch gibt, ich bin mir gar nicht sicher. Und ja, so verschiedene Nutzungen. Das, also wenn man sich ein bisschen auskennt, sieht man sofort, das hat ein britischer Architekt Ende der 80er, Anfang der 90er gebaut. Das ist wirklich ein sehr typischer Stil, sogenannte Hightech-Architektur. Was ist das Besondere hier? Dieser Bogen, das ganze Gebäude besteht aus einer Reihe von solchen Bögen. Und diese Bögen stehen auf Tatzen. Die sind so ein bisschen organisch gestaltet. Das ganze Gebäude steht nicht auf Pfeilern, sondern es hängt an diesen Bögen. Mit Hilfe von diesen Stangen, die man da sieht. Also die Geschossdecken. Die krallen sich sozusagen an diese Hänge, Zugglieder oder wie man das nennen will. Und die tragen die Lasten auf den Bogen und der Bogen trägt sie durch diese Tatzen auf die Fundamente ab. Hightech-Architektur deswegen, weil Technik nach außen gekehrt ist. Jetzt komme ich nochmal auf den Titel zurück. Ambition und Kleinlichkeit. Was ist hier ambitioniert? Ambitioniert ist, dass dieses Gebäude, das ein sehr bekannter britischer Architekt Nicholas Grimshaw gebaut hat, diese außergewöhnliche und auch so ein bisschen theatralische Bogenkonstruktion hat, die auch technisch spektakulär ist. Kleinlich ist, dass man diesem Gebäude diese Fassade vorangestellt hat, damit es in den Berliner Block passt. Also man sieht von der Straße aus, leider ist hier auch alles mit Lastern zugeparkt, man sieht von der Straße aus nur diese Traufkante und die senkrechte Fassade. Das Gebäude selbst hat, wenn man das aus der Luft sieht, eine geschwungene Form und es erinnert mit diesen Bögen auch so ein bisschen an ein Gürteltier. Das ist so der Spitzname dieses Gebäudes. Aber von der Straße aus, von der Fasanenstraße aus, ahnt man nichts davon. Und das liegt eben an der Berliner Baupolitik der 90er Jahre, die vorsieht, dass Berlin eben aus Blöcken zu bestehen hat und die müssen eine definierte Traufkante in einer bestimmten Höhe haben. Es reicht, wenn die nur optisch dargestellt ist, aber die Kante muss sein und die senkrechte Fassade muss auch sein. Dadurch ist meines Erachtens dem Stadtbild hier viel verloren gegangen. Das war wirklich ein schmerzlicher Kompromiss. Hier nochmal so ein Blick auf die Tatzen. Es ist hier leider mit den Lichtverhältnissen ein bisschen schwierig. Diese Bögen sind übrigens aus Stahl. Also das sind einfach Stahlkästen. Und was auch interessant ist, das sehen wir gleich. Da hatten wir schon mal ein Bild. Hier oben sind noch so ein paar Querverstrebungen. Also ne, Hightech, alles freiliegend. Das ist ganz interessant. Da erkennt man diese Spannschlösser, also diese gewölbte, bisschen abgerundete Außenverkleidung, ist wie eine eng anliegende Hose oder so auf diese Kästen draufgespannt.
Ja, Ludwig-Erhard-Haus. Und das Blöde ist, von der anderen Seite, wo es diese optisch täuschende Traufkante nicht gibt, wo man das Gebäude wirklich in seinem ganzen Glanz, in seiner Gürteltierästhetik sehen könnte, von der anderen Seite kommt man gar nicht dran, weil das so eine Hinterhoflage hat. Also da hätte ich jetzt irgendwie durch eine LKW-Zufahrt laufen müssen, um das zu filmen. Also ein Gebäude, das wirklich spektakulär ist von der konstruktiven Machart. Und das aber sozusagen so abgetarnt ist zum öffentlichen Raum, dass man davon nichts merkt, wenn man es nicht weiß. Auf seine Weise also ein symbolischer Bau für Berliner Stadtentwicklung, die sich eigentlich jahrzehntelang seit 1990 immer daran gehalten hat, im Zweifel ein bisschen konservativer zu sein und sich an relativ traditionelle Vorstellungen von Städtebau zu halten. Jetzt sind wir ein paar Meter weiter. Es geht um die Gebäude, die man da links hinten erkennt. Da sind wir auch wieder Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Ich sage gleich was dazu, wenn wir näher dran kommen. Was sehen wir da jetzt? Beide Gebäude, die wir da sehen, also das linke, das so ein bisschen dunklere mit der großen Rundung und das rechte, das ein bisschen heller ist und ein bisschen höher aussieht, haben eine Höhenstaffelung. Also da gibt es einen Sockel und dann oben drüber wird das Gebäude sukzessive in verschiedenen Stufen schmaler. Und diese Stufen, die müssen auch nicht allseitig gleich sein. Das ist typisch für Hochhaus. Architektur, wie wir sie in New York oder Chicago finden, klassische Hochhausarchitektur der Zwischenkriegszeit, sage ich mal. Also man sagt da gerne Art Deco dazu. Sowas erinnert direkt an Amerika, sowas verbreitet Urbanität. Sowas ist auch beliebt, muss man sagen. Es ist relativ populär, so zu bauen. Das linke Gebäude, das dunkle, ist das sogenannte Gudam-Eck. Das ist mittlerweile auch mal umgebaut worden. Das ist, glaube ich, von 2001. Und das rechte Gebäude ist das ehemalige Hotel Concorde, dann Sofitel, mittlerweile Dorint Hotel. Das ist von 2005. Bemerkenswert auch, wer die gebaut hat. Das Gudam-Eck links hat Gerkan, Mark und Partner gebaut. Wahrscheinlich die international bekannteste deutsche Architekturfirma überhaupt. Und das rechts hat Jan Kleihus gebaut, der Sohn von Josef Kleihus, der das Gantt-Dreieck gebaut hat. Was ist jetzt an diesen Gebäuden bemerkenswert? Also wie gesagt, die sind von 2001 bzw. 2005. Man erkennt eine Fassade, die geprägt ist nach außen von hohen, schmalen Fensterformaten. Also wird gerne beschimpft als Schießschartenarchitektur und ist mittlerweile ja sehr beliebt geworden. Also damals ging das erst so los. Und was auch interessant ist, wir haben eine Materialität, einen Umgang mit Materialien in der Fassade, die auch weggeht von dem, was so in der technischen Moderne der 70er, 80er irgendwie üblich war. Denn also da links beim Kudamm-Eck haben wir Backstein und Lamellen aus Aluminium. Und da rechts haben wir hellen Muschelkalk. Da auch die stehenden Fensterformate halt nur wesentlich mehr Fassadenanteil, also nicht einfach nur diese Lamellen, sondern da ist schon ein bisschen Platz zwischen den Fenstern. Da merkt man, das ist schon ein paar Jahre später entstanden. Und wir haben auch so eine minimale Andeutung von Dekor, von Ornament durch diese Rillen oder wie man das nennen will, zwischen den, also auf Höhe der Stockwerksdecken. Hier nochmal das Kudamm-Eck, da erkennt man unten auch, da sind so geschwungene Linien. Also das ganze Gebäude hat ja so eine große Rundung. Der Sockel ist ein bisschen unregelmäßig und man erkennt da in der Mitte zum Beispiel auch, dass das so ein bisschen raus schwingt. Und genau sowas haben wir bei dem anderen Bau auch. Also jetzt in der Mitte, da kann man es, wenn man genau hinschaut, sehen, dass da so ein Rücksprung ist. Das werde ich gleich noch ein bisschen näher zeigen. Auch irgendwie sehr typisch für Berliner Architektur und Städteplanung dieser Zeit
so der Anspruch, wir wollen sein wie New York, aber mit wesentlich geringeren Höhen. Also das ist ja nun hier kein Wolkenkratzer, das ist ein mittelhohes Haus. Man muss aber sagen, also ich finde, das ist handwerklich gut gemacht und insbesondere eben da in der Mitte sieht man es jetzt nochmal, diese Vor- und Rücksprünge. Ich gehe jetzt mal auf die andere Straßenseite, da kann ich es besser zeigen. Diese Vor- und Rücksprünge, die sind wirklich gut gemacht und die geben dem Ganzen so ein bisschen Dynamik und unterbrechen die Monotonie. Was man da auch sieht, ist, dass da tatsächlich gewölbte Glasscheiben drin sind. Gewölbtes Glas ist immer sehr teuer. Das ist so ein bisschen ein Markenzeichen von Architektur, bei der nicht so auf den Pfennig geguckt wurde. In Hannover gibt es übrigens das Kröpke Center, das dort steht, wo früher mal dieses Loch war. Das hat auch Jan Kleihues gebaut und da gibt es, glaube ich, auch diese Wölbung. Das ist übrigens auch so ein spitzes Gebäude, glaube ich. Ja, also Dorint Hotel, bisschen konservativer, bisschen später als das Gut am Eck auf der anderen Seite, aber von der Anlage her mit dieser Krümmung, mit dieser Zurückstaffelung, eigentlich wirklich ein Schwesterbau, kann man sagen. Ja, im Gut am Eck ist übrigens mittlerweile, da ist unten Einzelhandel drin und oben Büro, da wird ja auch noch gebaut, wie man sieht. Da war früher das Swiss Hotel drin, ein sehr gutes Hotel, in dem ich selber mal übernachtet habe. Das tut mir ein bisschen weh, dass das da nicht mehr drin ist. Aber mit Hotels in Berlin ist es ja auch so eine Sache. Früher hat man mal prophezeit, die Hotels in Berlin würden reihenweise aussterben, weil es viel zu viele Zimmer gab. Dann kam der große Berlin-Tourismus. Aber trotzdem, ab und zu macht man auch eins zu. Ja, so viel zur markanten Stilistik der Berliner Stadtentwicklung in den Zentrumsbereichen nach 1990. Ich glaube, das war ganz repräsentativ. Und da hinten erkennt man, das sind die neuen Wolkenkratzer am Breitscheidplatz. Aber dazu kann ich mal eine eigene Folge machen. Ich hoffe, ihr fandet es ein bisschen interessant und wir sehen uns bald wieder. Tschüss!